Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. Ja, ich bin hier beim Otto, der hat mir sein neues Häuschen gezeigt. Sehr, sehr idyllisch, schön unter dem Baum gepflanzt hier. Vor allen Dingen auch schnell wieder abgebaut, ne? Ist ruckzuck wieder weg. Ne? Ja, regelmäßig beim Sturm ist es weg. Ja, kannst du immer wieder Dann umziehen, ne? muss ich das immer hinten aus dem Wald wiederholen. Ja, das ist schön. Aber Klamotten kannst du hier in deiner Hütte noch lagern, ne? Ja, nee, aber jetzt, wo wir stehen geblieben waren, mit der Feuerwehr hat er ja gesagt gehabt, der Bürgermeister, das kommt. Und du ja, bist aber was mir ein, wie du dich verabschiedet hast. Du hast Freunde? Ja, immer, überall. Cool, ich hab keine. Nee. Ja, nee. Da muss ich mal mehr sehen lassen, hier aus deinem Kuschelecken mal rauskommen hier. Nee. Ja, hier, guck mal hier, der Hubertus, der sitzt doch hier, da hinten ist er. Ein Steinwurf ist er weg. Woher weißt du, dass das Schaf Hubertus heißt? Nein, da hinten im Ort. Oh, da ist auch ein Hubertus. Da wohnt der Hubertus, ja. Der ist auch ein Gemeinderat. Also wenn du da mit Feuerwehr und so, der ist auch ein Gemeinderat. Ja, ich muss mal. Kannst du mit dem reden. Oder, hier, was machen wir denn jetzt hier? Willst du mitfahren hier beim Schweinebauern? Nimmst du dein JCB hier und was Schweres wird denn dran? Wo hast du denn dein Zeug alle? Komm, geh mal ja, gucken, so. Was du da brauchst. Hol den mal erstmal hier raus. Na hier, der Kipper, der langt doch schon. Das geht. Oder hier hast du noch einen, oder? Der Ladewagen. Was ist kein... Ja. Wenn der Hexe gut kann, kannst du auch den Ladewagen mitbringen. Das wäre wahrscheinlich noch besser. Fahr mal eben den Zaunplatz hier. Eigentlich müsste er das können, ja. Warte mal, hoffe ich hab Telefon. Hallo? Meier hier. Jo, Meier, was ist los? Hör mal, kannst du mir frisches Gras liefern? Nee. Gar nicht? Nee, Gras hab ich nicht. Kannst du mal den Hubertus fragen? Der ist am Zusammenmachen hier. Ruf den mal an. Ich hab grad vorbeigefahren, der hat Wiesen da liegen. Ja, gut, Mann. Alles klar. Hubertus, hol doch den Glas oder meinst du, hier geht genug rein? Ja, 31.000. Ah, ja, dann. Ich glaube. Das müsste lang. Ich gucke mal in die Papiere. Der so kann, ne? Der müsste können, der Glas vielleicht aber auch. Oh, der Joskin, da passt die Silage und Kalk und. Soll wohl gehen. So, und der andere, da gucken wir auch mal. Bin nicht so schnell, ne? Ne, ne, Gottes Willen, nur keine Eile. Mach das mal langsam. Was hab ich denn überhaupt für einen Ladewagen? Glas. Hab ich gerade gesehen. Der hat 53.000. Wäre ein bisschen mehr, ne? Auch mit Häcksel, gut, oder? Nehme ich den. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Das geht der Ruck zum Voll dann. Kommst du bei mir vorbei oder was? Ja. Muss ich eh mal ein Schwein hoch, ne? Ich fahr da mal los, gell? Die kann so ein bisschen dauern, ich bin langsam. Langsam. Ja, nur nicht zu schnell, ne? Hey. Alles klar. Bis später. Bis gleich. Jo. Jo. Voila. Ups. So, auf geht's. So, nach Hause. Und dann tun wir mal aufsatteln. Olaf! Hallo? Servus! Jo, servus! Ja. Bin ich unter der Rase gegangen oder was? Jo, ich bin im Stress! Meine Güte! Ich muss zum Schweinehof, soll die Lage helfen einfahren! Das ist ja nicht zu glauben, ey! Raste hier vorbei, ja, hier ist nicht 100?
Der geht 50. Gut. Der MN geht wie Sau, das Ding. Ja, Joel. Trotzdem nur 50 hier. Ja, die. Oh, das ist schon außer Haus. Hat. Kann gar nicht sein. Da vorne stehen noch 50er. Wenn der Jupp ist nicht da und der Hilfsscherer ist nicht da, dann kann man ruhig Gas geben. Hey, du warst einfach noch auf den letzten Tage hier. Ja. Hat der Lüttich dich schon angerufen? Der sucht Gras. Der braucht Gras. Ja, da hat er mich angerufen, aber ich habe ja nichts. Ach, das ist schon Heuwatte da zusammengespalten. Ja, ich habe schon Heuwatte raus. Also, okay. Hätte ich ihm gerne angeboten, aber ich habe leider schon Heuwatte rausgebracht. Hätte mir ein bisschen näher was sagen sollen. Ja, du bist ein Mann. Ja, ich weiß gar nicht, ob der noch Wiesen hat. Ich glaube, der hat seine Wiesen alle umgebracht. Das bin mir jetzt nicht sicher, oder? Obwohl, nee, der hat noch Wiesen. Ja, ich würde ja schlecht, wenn er seine Wiesen angemacht hat. Ja, nee, der hat noch Wiesen. Da wäre ja schön doof. Ja. Nee, aber ich habe gesagt, der kommt beim nächsten Mal gerne, beim nächsten Schritt. Ja. Ja, gut, aber ich weiß ja selber, ne? Nicht immer die hellste Granate vom Stern. Naja, die sehen wir jetzt, die zweite Bruder sind da unten dazu wieder. Da müsste irgendwann noch mal wissen, dass man mehr Kühe hat und ein bisschen Gras braucht, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Naja. Weiß. Schwieriger Fall. Ja. Ja. Alles klar. Ja, gut, dann bis in der Ingau. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. So, gucken wir mal. Was machen wir denn da oben? Oben wenn wir mal an die Jungs. Wenn wir unterwegs sind. Hallo. Ja, servus. Servus. Ich bin unterwegs. Ja, ja, Hexu. Häckseln, ja. Wir ja, sind am Häckseln. Ich hab dem Bauernfeind Bescheid gesagt, der kommt nur noch. Ja, okay, super. Kann noch ein bisschen dauern, aber der ist ja noch der schnellste. Da müssen wir etwas langsam. Wo alles klar. Wo ja, denn? Ach, hier. Ich bin gerade vorbeigefahren. Alles klar, ich glaub hoch. Da gehen wir jetzt in die Funke, hä? Oh, kommst du schon? Ja, ich bin schon da. Oh, wunderbar. Ja, der Bauernfeind kommt nur noch. Oh, das passt ja wunderbar. Kriegen wir das ja heute runter. Lars, ja. Moment, mein Telefon geht. Hallo? Nee. Doch nicht. Egal. Der wird schon wieder melden. Jo. Na, ihr habt ja ein bisschen was hier am Mais, ne? Ja, die anderen Felder, die haben wir ein bisschen später angebaut. Die brauchen noch. Trotzdem jede Menge hier, ne? Ja. Wenn der Händler aus seinem Urlaub wiederkommt, verkaufen wir unseren Zerion. Ach, der hat Urlaub? Der Andi hat Urlaub, okay? Ja. Ja, wir wollten letzte Woche schon, aber da war er auch noch nicht da. Und es hängt ein Zettel in der Tür bei ihm. Ah, du Scholz, schon lange mehr da. Ich hab Einkaufsverbot von meiner Frau. Eieiei. Ja, die Alte braucht keine sowas. Ja, nee. Mit den LKW hast du den gekauft dann? Welchen? Was war das? Volvo? Scania. Nee, den Scania. Der Scania, ja. Der ist gekauft. Der muss auch noch umlackiert werden und so weiter. So. Okay. Ja, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch. Was soll ich denn sagen? Was für ein Xerion, den Glas wollen wir verkaufen, oder? Ja. Den wollen wir verkaufen, ja. Okay, und dann? Wenn wir das gekauft haben, dann kommen wir zu dir und präsentieren dir das Ding. Das wollen wir noch nicht verraten, was wir kaufen. Ah, okay. Ja. Alles klar. Ey, der Glas, der Xerion ist der letzte Müll. Ja, das stimmt. Weiß ich nicht, was sich da Klaas gedacht hat, wie sie den mit rausgebracht haben, aber... Ja, Klaas kam erst zum Traktor, wie sie Renault aufgekauft haben. Da mussten erstmal wie Traktoren hergestellt werden, ne? Ja. Vorher war das überall so ein Müll. Aber dieser Zeon hier... Ja, der zieht die Wurst noch nicht mal mehr vom Teller. Geschweige den Senf kriegt er noch nicht mal runtergeschoben. Aye. Ich hab gleich voll. Ich komm, ich bin hinter da. Kannst gleich ranfahren. Bin weg. Was? Ja,
Achso, und bitte erst die in der einen Bahn die linke Bahn, in dem einen Silo die linke Bahn voll machen und dann nachher versuchen wir oben rüber zu kommen irgendwie. Ich gebe da aus, wie du auch ausgibst. Jupp. Und sonst gibt's was? Gibt's was Neues im Dorf? Nö. Ich hab fast nichts mit mehr, weißt du? Ja, der neue Bürgermeister soll ein bisschen Ballung machen hier mit Feuerwehren und Kram. Hab schon noch nicht gesehen, die beiden, ob die. Ob der eine dem anderen umziehen helfen muss oder was da los ist, keine Ahnung. Ja. Ich hab keinen gesehen von den beiden heute. Ja, wie du alle gesagt hast, mit dem Kuhbauer ist es auch still. Ja. Ja, seitdem ihr da euer Friedenspakt geschlossen habt, ist die Ruhe gebrochen. Ja. So ruhig. Ja. Ja, das ist ja mal Genuss. Und jeden Tag irgendwo was brennt. Hier die Felder geradeaus. Habt ihr daran Interesse? Wo geradeaus? Naja, jetzt hier gehören die Rübenfelder. Die würde ich gerne kaufen, abernten und dann wieder verkaufen. Das sind auch Maisfelder. Nee, das sind, sind Rübenfelder, oder nicht? Die 100 und 101. Ach so, die 100 und die 101? Nö. Kann ich lachen. Ja, wir haben ja mal überlegt zum Kaufen, aber also das ist ja ein großes Grundstück. Ja, zwei Stück. Und das zahlt sich für uns nicht aus. Nee, ich will nur einmal kaufen und wieder verkaufen und dann abernten, weil die Rüben kann ich gut brauchen. Okay. Zu handeln. Und dann euch wieder verkaufen können. Ja. Du pachtest das so nur über die Gemeinde dann. Weil ich bin Gemeinderat, da kommt immer sehr schlecht. Weißt du, wenn du da. Dann heißt nachher wieder Mauschel, der hat das bekommen für Lauen und macht dann dicke Rübenernten drauf und so. Nee. Dann kaufe ich es lieber und dann verkaufe ich später wieder und dann gibt's lieber. Oh, dann können wir ja mal drüber unterhalten, wenn es mal irgendwann mal so weit ist. Ja, okay. Aber mir fehlt noch ein bisschen Kohle. Ja, das ist teuer, das Eck da oben. Ja. Das Problem ist, ich muss immer genug Kohle auf der Tasche haben, wenn irgendwas ist, ne? Ja, genau. Wenn der Fall ist, wenn der kommt und kauft was, gell? Also, das ist das Problem. Ah, unten ist ja der Bauernfeind, siehst du? Da ist er ja. Ja, da kannst du doch schon festfahren. Ja. Oder? Mach ich. Ja. Du willst den Runner hier? Ja, ne? Ja. Ist schon voll, oder? Ah ja, schon voll, ja, stimmt. Sorry. Alter, komm mal weg hier. Ja, wird Zeit, dass du den anderen Lasser holst. Ja, das Tier, ich fahre gerne mit dem Ding hier. Er ist zwar alt, aber der fährt sich gut. So, wo soll es jetzt hin? Jetzt links oder rechts hin? Hier durch und linke Hand. Schön dicke Haufen willst du haben, oder was? Ja, am besten ist immer Stück für Stück vorziehen, so dass es schön festet da. Schieb mal ein bisschen, ups, nee, es geht. Alter, nee, es geht nicht mehr. Schieb mal. Ja. Was machst du da denn? Er kommt. Nein. Er tut sich sehr schwer. Pass bloß auf, dass das Ding hier umkippt. Jetzt kommt er. Na, ist schon gefährlich, ne? Mit so einer riesen Wanne da, ne? Ja, ich hab schon welche umkippen sehen. Ja, ich auch, ja. Das stimmt. So, wollen wir mal weiter gucken. Normal, also
Bauernfeind sein Funk aus? Oder hat er gar keins mehr drin? Keine Ahnung, ob der eins hat. Er hatte schon mal eins, ja. Hä? Keine Ahnung. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo-Träumchen und wenn ihr mir das labern wollt, wisst Bescheid. In der Videobeschreibung steht unsere Teamspeak-Nummer, könnt ihr einfach drauf. Und wenn ihr Glück habt, ist auch jemand im Teamspeak, da könnt ihr mir das labern. Bis dahin, tschüss! Tschüss!